Und damit, meine Lieben, mit Kubas Charge hier, willkommen zurück zur dritten Folge und wahrscheinlich letzten in dem Run hier. Wir haben ja jetzt in der ersten Folge ein bisschen länger gebraucht. In der zweiten haben wir jetzt die Codes gemacht. Haben nicht alle Codes gemacht, den Rattenogercode und so haben wir außen vorgelassen. Aber jetzt gleich kommt dann das Ende, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und wir versuchen mal hier alle Maulern ein bisschen, ach so viel dazu, ich würde sagen hier mit Kopfschüssen wegzuholen. Würde ich nämlich schon ganz gerne versuchen. So, gut. Nachgeladen haben wir uns einen Trollhammer. Sehr nice. Dann kicken wir die hier langsam raus. Müssen aber auch aufpassen. Gebacksteppt werden wir momentan ein bisschen öfter. Aber dass wir getroffen werden, ist auch nicht so schlimm. Wir sind Eisenbrecher. Wir halten das aus. Und so dumm es klingt, umso mehr Gegner um uns rumstehen, von den Kleinen zumindest, und uns treffen, umso weniger Schaden bekommen wir ja auch noch. Victor heilt uns auch noch die ganze Zeit durch seinen Righteous Fury hier, was aktiv ist. Ist also alles sehr, sehr nice. Ja genau, und hier ist nochmal das Teleskop, was uns hier oben links die 3, die 4, die 2 und die 1 anzeigt. Was halt der Code war für die Hebel am Ende. Beziehungsweise die Hebel, die wir in der letzten Folge hatten. Genau, genau. So, dann nehmen wir das hier mal mit. Wir können Kuba nämlich heilen. Ruby Boy ist sehr interessiert an dem Teleskop, kann ich verstehen. War ich auch in der ersten, einer der ersten Folgen. Aber naja, sagt halt auch nichts außer halt, jo, hier ist der Code. Das war's ja quasi. So, welche Bilder waren das nochmal gewesen? Ich weiß, das Bild hier war's gewesen. Genau, hier können wir durch. Da können wir das hier nochmal einschlagen. Oh, und durch so einen Assassinen sind wir letztes Mal Ich glaube, in der ersten Folge, die ich aufgenommen habe, hier bin ich durch so einen gestorben. Ich weiß nicht, ob ich die dann abgebrochen habe, aber ich bin von einem Assassinen hier getroffen worden, der direkt aus dem Portal kam. Genau hier, so bumm, und dann war ich weg. Das war auf jeden Fall nicht wirklich schön. Ah, oh, naja, das kann ich auch nicht getroffen. Nicht wirklich ändern. So, dann laden wir nochmal schön nach. Gehen nochmal jetzt zurück zu dem Mauler. Staggern die noch ein bisschen, so wie die ganzen Kleinen hier. Holen ein, zwei von denen weg. Sehr nice. Ja, also staggern ist schon extrem gut. Ich wünschte, wir könnten irgendwie noch ein Cutter 2 und 3 spielen. Ich würde es feiern, wenn ich ehrlich bin. Ich würde es feiern, so Cutter 2 und 3 zu spielen. Aber das können wir leider nicht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der Kopfschussschaden skaliert. Ich weiß, dass der kritische Schaden also höher wird. Ach, vielleicht ein Beutewürfel? Oh, ne. Kein Beutewürfel. So, aber vielleicht kriegen wir gleich nochmal einen Troll oder so. Ich war schon mal bereit. Vielleicht kriegen wir nochmal ein Monster. Ich kann nicht helfen. Da kann ich gerade nicht helfen. Vielleicht können die Mates helfen, aber ich kann es gerade nicht. Was ich kann, ist ein paar Trollhämmer hier reinschießen. Und nochmal nachladen. Oh, Elgi hat es gerade getroffen. Okay, alles in Ordnung, Elgi. Wir holen dich hoch. Und wir schubsen hier mal alles weg. Sehr nice. Okay, genau. Elgi hat ja gerade geschrieben, dass er hart gecrushed wurde. Tut mir leid, Elgi. Kann ich nicht helfen. Ich kann nochmal was versuchen. Ich versuche nochmal was hier. So. Okay, hat nicht geklappt. Ich bin ja nicht schnell genug noch zu Kuba rübergekommen. Ich habe es versucht. Tut mir leid, Mr. Kuba, dass ich dir nicht helfen konnte. Dann gehst halt nochmal hier lang. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Hier oben ist so der Komet, oder? Oh. Okay, aber schnell weiter. Unsere Mates hier nicht alleine lassen. Können wir auch hier durch? Ah ja. Dann, genau, kommt mal her. Genau. Perfekt. Ein für Elgi, sehr nice. Und wir haben das Medikit da mitgenommen. Ich wusste gar nicht, dass wir da auch durchkommen können, wenn ich ehrlich bin. Aber ist gut zu wissen. Wenn wir es jetzt nochmal machen würden, könnten wir da nochmal woanders langkommen? Hm. Müsste ich ausprobieren. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. So. Munitionstechnisch geht es uns noch ganz gut. Wir haben noch 5 Schuss. Ich kann hier sogar den Kerswoyer nochmal einen Kopfschuss geben. Sehr nice. Ah, natürlich haben die gerade sehr gut getrackt hier.
Bisschen schade, aber naja, kann ich nicht ändern. Aber ich bin nochmal gespannt, ob wir nochmal eine Map in dem Jahr bekommen. Wir haben so viele Maps dieses Jahr bekommen. Wir haben drei Dwarven-Maps bekommen. Verdammt nochmal, drei ganze Maps haben wir bekommen. Und dann haben wir noch hier Turm des Verrats bekommen. Das war schon echt ein krasses Jahr, wenn ich ehrlich bin. Sehr, sehr krasses Jahr. Mehr Maps wären natürlich richtig geil. Aber da müssen wir halt gucken, wie viel Glück wir haben. Naja, wie ich immer so sage, der Kurier oder so würde ich richtig gerne haben. Der Kurier wäre so geil. Aber ich hoffe, dass sie die Map nicht so hart verändern wie die zweite Dwarvy-Map. Ich finde das so schade, dass die zweite Dwarvy-Map so über diese Rohre hat und so. Das macht irgendwie die Stimmung ein bisschen kaputt in meinen Augen. Aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Andere Mates mögen das richtig gerne. Oh. Makuba ist jetzt leider gegangen. Muss leider weg. Das ist natürlich nicht so nice. Aber es ist halt so. Kann ich nicht ändern. So, wir können aber hier auf jeden Fall den Chaosaur nochmal einen Kopfschuss geben. Dann geben wir den drei hier nochmal einen Trollhammer hinterher. Dann machen wir folgendes. Wir schubsen die hier alle. Genau so. Machen den hier. Sehr nice. Ulten nochmal. Dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen mehr Schaden machen können noch. Schaden auf jeden Fall. Vor allem, wenn wir sowas hier machen. So, ich habe noch einen Trollhammer. Ich habe immer noch einen Trollhammer und ich würde die Munition auch gerne mitnehmen. So, dann haben wir Munition. Dann können wir nochmal hier reinfeuern. Sehr nice. Er hat gerade ein bisschen was eingesteckt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das waren oder die Gegner. Kann beides gut sein. Wenn wir es waren, tut es mir sehr leid, aber... Ja, so, er musste auch weg. Naja, der Trollhammer tut halt weh. Das ist halt leider so. So. Ich bin mal gespannt, ob Sienna irgendwie sowas bekommt. Sowas mit richtig Explosion. Was richtig weh tut. Ein Stab, der nur ganz, ganz selten feuern kann oder so. Das wäre schon hart nice, muss ich gestehen. So. Wir gehen mal nach hier und machen das hier auf jeden Fall. So, wie wär's damit? Ich weiß nicht, ob ich Gruber so perfekt ausgestattet habe. Aber scheint ganz okay zu sein. Oh, hier oben ist noch ein Lila-Trank. Hier ist Speed-Trank. Lila-Trank. Keine Heilung für Gruber leider. Schade. Ist nicht so nice. Aber es passt. Aber es passt. Elge spielt mit Dolch oder? Nee, Schwert und Dolch. Wirklich andere Entscheidung gibt es ja auch nicht wirklich. So, dann geht's jetzt los. Jetzt müssen wir die Fässer werfen. Entweder hier oder da. Irgendwie sagt mein Gefühl, wir müssen nach links gehen. Wahrscheinlich falsch, aber wir werden's herausfinden. So, mal gucken. Gibt's hier eine Munitionskiste? Ja, da gibt's eine Munitionskiste. Dann nehmen wir nochmal schnell Munition. So, ich nehme den hier mit. Sagt, dass Kuba auch nochmal Heilung mitnehmen soll. Und jetzt müsst irgendwo ein Fass runter. Oh, scheiße, wir sind sogar richtig hier. Okay, sehr nice. Dann geht's hier einfach nur ganz gemütlich durch. Fass hier rein. Jawohl. Und dann schön weg hier. Wir gehen hinten in die Dingens. Genau wegen dem Zeug hier. Schön rein hier. Komm, 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 komm. Komm, Victor. Komm rein hier. Komm rein. Komm rein. Hier sind wir sicher, sonst kriegst du ordentlich Schaden. Und du kannst ja noch eine Bombe mitnehmen. Ich glaube, ich kann die Mates da hinten nicht helfen. Kann sagen, kommt her, aber das war's dann. Oh, Elgi wird draufgehen. Dann, genau. Sienna wird wahrscheinlich auch draufgehen. Kann ich aber nichts gegen machen, gerade. Ich habe schon gesagt, kommt her. Das war alles, was wir tun konnten. Was wir noch tun können, ist auf jeden Fall hier Dingens rauswerfen. Trollhammer. Genau, ey, Sienna ist jetzt erstmal weg. Tut mir leid, aber es ist halt so. Genau von dem hier wurde Sienna weggeholt. Hochratte irgendwo. Genau da. Okay. Jetzt kommt natürlich alles hier zu uns. Irgendwann muss Fetchak wirklich mal den Spot hier wunderbar fixen. So viel ist sicher.
Aber bis dahin haben wir hier relativ gemütliches Spiel. Und das werden wir natürlich auch benutzen. Gegner können euch Wände schlagen. Wir nutzen auch hier unser Dingens. Unsere Fähigkeiten. Hust, hust. Boah, hier stehen ganz schön viele Skelette. Die meisten sind sogar hier weggegangen. So. Ich ulte mal schnell. Diesmal mit dem Troll haben wir hier rein, genau, um die Dingens hier wegzuholen. Diesmal einen nach da zu den Skeletten. Bald kämpfen die Skelette ja auch für uns. Das wird nochmal interessant. So, okay. Wir haben jetzt einen Speed getrunken. Können jetzt vielleicht das Fass hier ganz schnell geben. Sienna macht es selber. Sehr nice. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier hinten rein. Ah, ich glaube, das war's nicht, oder? Nee, das war's nicht. Das ist ein bisschen schade, aber kann ich nicht ändern. Ich glaube, ich kann Sienna gerade noch nicht holen. Wir müssen hier Dingens machen. Ein bisschen drauf pushen. Pushen wir die hier ein bisschen rein, genau. Lassen Sienna mal das Fass dann machen, so gut es geht. Oder versuchen es Sienna mal machen zu lassen. Wichtig ist, das Fass relativ früh zu werfen. Das ist das Wichtige hierbei. Wenn man das macht, fliegt es eigentlich immer mehr oder weniger direkt rein. So. Dann können wir gleich nochmal nachladen. Genau, wir laden jetzt nach. Werfen nochmal Sienna hier noch ein bisschen. Gucken, ob es hier nochmal Munition gibt. Gibt sogar. Sehr nice. Nehmen wir uns schnell mit. Sehr nice. Dingens ist auch weg. Sehr gut. Die Stormwürmer können wir so wegholen, indem wir nach hier hinten. Okay. Sienna hat es fast leider nicht geschafft. Das heißt, dass wir das machen. So, das Fass ist erstmal in Sicherheit. Das ist gut. Dann kann ich das hier nochmal wegholen. Oh, vielleicht trifft das Fass. Ja, trifft. Okay. Ich sag, kommt her, damit wir hier ermöglicht. Hier alles gut. Ich sag mal, Dankeschön. Schnell hinten rein. Sienna ist wieder in den Schädeln gewesen. Da kann ich leider nicht helfen. Wie gerade eben schon nicht helfen. So. Victor ist auch hier drin, sehr nice. Wir schießen einfach so über Elgi drüber, das klappt hier ganz gut gerade. Ist ja gleich auch dann vorbei. So, noch einen weiteren Trollhammer nach hier. Oh, Victor hier. Oh. Muss er aufpassen. Das ist echt hier ziemlich übel. So, okay, die meisten Kleinen sind jetzt weg. Wir können mal einen hier hinschicken. Oh, shit. Ja, hier geht es auf jeden Fall ein bisschen rein. Da muss man aufpassen. Oh, Doppel-Leech hier. Interessant. Naja, wir staggern jetzt einfach die ganze Zeit. Dann holen die Mates die weg. Das passt dann. So, Ellie hat auch einen Trank bekommen von mir. Wir nehmen aber den Stärke-Trank mit. Ich nochmal hier einen Trollhammer rein. Dann nochmal einen direkt hinterher. So, dann schicken wir nochmal einen gegen den Pfosten hier. Und dann geht's jetzt zu dem letzten Fass, würde ich sagen. Noch nicht direkt. Noch nicht direkt geht's zum letzten Fass. Können wir den hier mal machen. Der will auf jeden Fall ordentlich helfen hier. Alles burnt hier ab. Oh, shit. Ich sag mal danke. Kann ich nochmal schön nachladen hier. Und nochmal den hier machen. Das ist ja nice. Das ist gerade echt nicht schön hier in der Ecke. Wir machen folgendes. Wir trinken Stärke und machen jetzt hier den Ich push die weg Strategie. Mit Stärke sollte das auch relativ gut gehen. Und dann nochmal einmal einen Trollhammer mit Stärke reinwerfen. Sehr nice. Ein Trollhammer, vielleicht noch einen zweiten. Okay, zweiter ist auch raus. Nochmal einen dritten hinterher. Dann schicken wir nochmal einen nach hier. Holen uns hier nochmal bisschen Gedöns. Sehr gut, sehr gut. Wir müssen jetzt hier die Position kurz halten. Zumindest für den Moment. Wir können gerade noch nicht mit dem Fass rauspushen. So viel ist sicher. Aber ich kann die alle ein bisschen hier auf Abstand halten. Kann ich auf jeden Fall machen.
So, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für eine Bombe. Ah, war eine gute Bombe gewesen. Wir müssen jetzt unbedingt den Dingens hier wegholen. Die Doppel-Leeches hier, genau die. Okay, gut, gut. So, wir müssen jetzt zu unseren Mates irgendwie. Wäre es möglich, dass wir uns hier rauspushen, Victor? Ich hoffe es auf jeden Fall. So, schön mal hauen lassen, genau. Dann den hier machen. Kann gerne auch nochmal gehauen werden, ist nicht so schlimm. Ist in Ordnung. So, dann sage ich, dass vielleicht Victor hier mitkommen soll, genau. Wir nehmen einmal Munition mit. Und dann gehen wir hier raus, genau. So. Victor ist bei uns, sehr gut. Wir können die Rattling benutzen. Wir benutzen die Rattling einfach hier, um alles wegzuschließen, so ein bisschen. Es klappt relativ gut, wenn wir es so machen. So, genau, genau, perfekt. Ja, natürlich keine Ausdauer, das ist natürlich auch nicht so hilfreich. So. Ist aber nicht so schlimm. So, wir holen Ellie hoch, holen Sienna hoch. Ne, wir holen nur Ellie hoch. Und dann machen wir das mit dem Fass. Warum wir das jetzt mit dem Fass machen ist, wenn wir das jetzt machen, ist es vorbei. Okay, ist vorbei. Ist vorbei, gut, gut. Oh, jetzt splitten die sich natürlich alle nochmal. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das schaffen wir hier ohne große Probleme. Sobald unser Passiv wieder da ist, können wir nochmal getroffen werden. Haut noch eine Sekunde. Dann können wir nochmal einen Trollhammer rein. Okay, jetzt können wir getroffen werden. Perfekt. So, ein Trollhammer hierfür. Ein Trollhammer hierfür. Hier ist noch ein Morde irgendwo. Dann nochmal ein Trollhammer hierfür. Und für was übrig ist. Okay, nice. Nice, nice, nice. Hier, LG, kannst du nochmal eine Bombe haben? Uiuiui. Oh, da hat gerade jemand geschrieben, der Don't Stop Coming. Ja, ja, die kommt für immer, wenn wir das hier nicht machen. Ganz am Ende. Nice, nice. Aber ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. War eine gute Idee, dieses Spiel in 3 Folgen zu teilen. Auf jeden Fall ganz, ganz gut hier. Weil das sonst echt ausufern würde. Nein. War ganz gut hier. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viel Schaden wir gemacht haben und vor allem eingesteckt haben. Wir wurden ja die ganze Zeit hier von kleinen Ratten geschlagen, von Friendly Fire, von uns selber. Trollhammer habe ich aber auch nicht so oft eingesetzt. Ich habe einfach nicht so viel Kopfschüsse hinbekommen, um Munition wieder zu bekommen. Aber ja, vor 2 Folgen der Troll, der gesagt hat, ja hallo. Der ist mit dem Stärketrank und dem Ult von uns ein Trollhammer nicht ins Gesicht bekommen hat, aber getroffen wurde. Und erstmal direkt fast die Hälfte des Lebens verloren hat. Das war schon ein geiler Moment in dem Run hier gewesen. So viel ist sicher. Ah ja, hier, jetzt Victor hat 60.000, wir haben 60.000. Das ist halt Siege Twins. Genau das ist Siege Twins. Da geht's dann richtig ab. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss.